Nee. Nee? Nee, muss ich? Maria Magdalena? Mach sein, vielleicht. Ja? Sag mir jetzt nichts. Okay, die hat auch eine lange Pause gemacht, also vielleicht hast du sie dann in dieser Pause vergessen, hat jetzt eine neue Platte rausgebracht, die heißt The Wheel of Time, das Zeitrad. Und dieses Zeitrad drehen wir jetzt zurück und geben Nachhilfe für ihn, nämlich wie der Hit damals Dankeschön. klang. Bitte schön. Schön. 1985 kam mit dem Song Maria Magdalena der internationale Erfolg. Jetzt will Sandra es noch einmal wissen. Nach sechsjähriger Babypause kehrt sie mit dem Song Forever ins Popgeschäft zurück. Sandra und Ehemann Michael Cretu leben seit 14 Jahren auf Ibiza. Hier ist die Sängerin ganz Mutter. Ich habe mich sehr viel mit Kindern beschäftigt, sehr viel mit meinen Kindern beschäftigt, mit Erziehung beschäftigt. Dass es den Kindern gut geht, dass sie ganz normal aufwachsen und dass sie nicht als spezielle Kinder gesehen werden, die jetzt Kinder von Popstars sind. Sandras große Zeit waren die 80er. International konnte sie 30 Millionen Platten absetzen. Mit ihrer neuen CD The Wheel of Time will Sandra die Erfolgsspur wieder aufnehmen. Gerade in den letzten 7 Jahren, wo ich vielleicht nicht so pressemäßig, medienmäßig präsent war, hat sich auch einiges verändert und das spiegelt sich natürlich auch in meiner Musik wieder. Und es ist ein ganz natürlicher Prozess und es passt eigentlich sehr gut zu dem Leben, was wir jetzt führen. Und es war eigentlich von vornherein klar, dass das Album Wheels of Time heißt. Das Rad der Zeit dreht Sandra mit Wheels of Time nicht zurück. Aber zurück auf die Bühne will sie in jedem Fall. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr.